Hallo und herzlich willkommen zu einem unglaublich pünktlichen Stream. Ich habe um Punkt 20 Uhr angefangen. Ich möchte jetzt mal Lob hören und so weiter. Zu einem kurzen Stream heute. Wir werden nicht allzu lang machen. Ich bin tatsächlich wieder erkältet. Und deswegen bin ich die ganze Zeit am Husten. Ich rotze in einer Tour rum. Also länger wie bis 9 wird es heute vermutlich nicht dauern. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. So, einen wunderschönen guten Abend an den Mücke, der mir schon zum Einjahres-Affiliate-Jubiläum gratuliert hat. Scheinbar streame ich jetzt schon seit über einem Jahr. Und scheinbar kann ich seit über einem Jahr oder seit einem Jahr jetzt auch Geld dafür kriegen. Finde ich mega. Also quasi diese ganzen Subs und so weiter. Finde ich cool, dass ihr alle dabei seid, dass das jetzt schon ein Jahr lang geht. Ich meine, ich habe ja davor schon auf YouTube gestreamt und davor auch schon mal auf Twitch und so mit Matthias. Aber ich finde es mega. Ich finde es absolut cool, weil mir das einfach taugt. Ich stream gerne und heute schon Beschwerden kriegt, dass ich ja nicht mehr auf YouTube streame. Ich mag YouTube nicht so gerne. Es hat Twitch einfach so viel mehr Funktionen, die wir nutzen können. Allein für die Moderatorenmöglichkeiten. Und allein für mich und Matthias, wenn wir zusammen streamen, weil es einfach über Twitch ganz, ganz problemfrei funktioniert. Genau, ich habe mir natürlich dann auch selber gratuliert, damit die Meldung da unten weggegangen ist. Windows, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Andy ist auch wieder da, der freut sich schon wieder, weil wir keine Software machen. Und Tops Bobs, einen wunderschönen guten Abend. Dann schauen wir mal, wie in der Ankündigung angekündigt. Die Magnete sind da, mit Loch in der Mitte. Und ihr habt zum Glück Werbesendung unten stehen, weil ihr habt jetzt gesehen, wo ich es bestellt habe. Ich habe es einfach irgendwo bestellt. Ich habe dann irgendwas dazu bestellen müssen, irgendwelche anderen kleinen Neodym-Magnete, weil ich glaube, es waren 20 Euro Mindestbestellwert oder sowas. Musste hinkommen. Sonst hätte ich das nicht gekriegt, das Zeug. Also habe einfach nur irgendwas dazu bestellt. Wir haben das letzte Mal uns beschäftigt mit dem Inkrementalgeber hier und haben ein paar Versuche angestellt mit einer Platine, mit einem Infineon-Chip drauf und haben da so ein 3D-Magnetfeldsensor und haben gesagt, wenn wir auf diese Scheibe hier einen diametral oder so ähnlich, keine Ahnung, wie es heißt, einen Magneten draufsetzen, der, und das zeige ich euch jetzt gleich, wenn wir zwei Magneten nehmen, dann hängt der jetzt so und so zusammen, der Magnet. Und wenn ich jetzt den um 180 Grad drehe, und zwar in Ringrichtung, schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Dann stoßt er sich ab. Jetzt funktioniert es. Jimmy Joker, grüß dich von YouTube hierher, überwiesen, verwiesen. Perfekt, das freut mich. Die Senseo-Playlist, die ist ein bisschen viel Aufwand. Also da hast du ein bisschen was vor dir. Normalerweise sind die Magneten ja so angeordnet, dass man quasi hier, ich kriege das nicht hin, ich muss mehr wie einen nehmen, sonst kriege ich es nicht hin. Das bin zu ungeschickt dafür. Hier zwei und da zwei oder drei oder vier. Ja, nehmen wir einfach mehrere. Normalerweise tun die Magneten sich ja so abstoßen gegenseitig, wenn man die so zusammenhält. Das tun die auch. Jetzt zum Beispiel stoßen sie sich ab. Aber wenn man sie richtig hindreht, dann ziehen sie sich an. Wenn ich den jetzt komplett umdrehe, den Magnet hier, dann klappt es immer noch. Und klappt immer noch. Weil, und das zeige ich euch jetzt schnell, Magnet-Action, wo haben wir die bestellt? Das ist jetzt auch schon, wird es da gar nicht aufgemacht. Supermagnete.de. Eigentlich haben wir es da schon mal aufgehabt. Bei Senseo Folge 9. Ja, das sind einige. Da ist ein bisschen was vor dir. Aber es ist ein cooles Projekt und wir sind ja wieder neu mit dabei. Diametral, ich habe es richtig gesagt. Ich möchte jetzt mal ein Lob für mich hören. Bedeutet, die Polarisierungsrichtung ist quasi um die, also mittig entlang der Achse. Normalerweise sind die ja oben Nord, unten Südpol. Und da haben wir quasi Nord und Südpol entsprechend an der Achse. Hallo, grüß dich. Die besten Mods der Mods sind auch da. Der Hollow ist da und der
Mücke ist da. Also aufpassen, dass nichts anstellt, Leute. Normalerweise sind die ja, weiß nicht, ob da jetzt irgendwo ein Bild dabei ist. Genau, normalerweise standardmäßig sind Magnete ja eher so rum polarisiert. Das sind spezielle Diametralen. Man sieht auch, es gibt viel mehr normal polarisierte, also axial polarisiert. 16 Stück, diametral gibt es nur 2 Stück. Also da haben wir auch noch. Danke für auch mich loben, genau, weil ich krank hier sitze und euch ertrage im Chat. Nee. Da gibt es viel weniger. Und wir haben echt mega Glück gehabt, weil die passen hoffentlich genau da eine. Und es wird hoffentlich auch irgendwie funktionieren. Schauen wir uns dann jetzt gleich an. Dazu hüpfe ich gleich mal rüber zum Lötplatz. Nimm euch mit, weil ich das ganze Zeug da auch alles mitnehme. Das und das schmeißen wir mal gleich alles rüber. Und da müssen wir nur schauen. Ich zeige euch jetzt nochmal schnell, was wir das letzte Mal gemacht haben. Und da müssen wir uns anschauen, wo, was, wie überhaupt. Und nämlich und zwar, wir haben das letzte Mal ein bisschen rumexperimentiert mit dieser Platine hier. Wer sich nicht erinnern kann, ich kann es euch auch nochmal ganz kurz zeigen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier irgendwo einen PC-Platz eingeblendet kriege. Aber jetzt stecken wir die Platine erstmal an. Zack. So, jetzt passt es mal auf. Habe ich da irgendwo. Nee, habe ich nicht. Ah, egal, ich starte jetzt mal die Software dafür. Die da. Feuerdrache, grüß dich. So, jetzt zeige ich euch mal schnell hier nochmal die Software. Wir haben quasi hier diese Software am Laufen. Und wenn ich da auf zum Beispiel Joystick drücke und ich bewege den Joystick, dann bewegt sich der da mit. Soweit, so gut. Dann haben wir gesagt, wir haben hier extra Rotation. Das hat hier gar nicht viel gemacht. Komische Dinge. Da musste man den Magnet umdrehen und dann, wenn ich hier gedreht habe, hat er das hingekriegt. Wir haben 6 Millitesla an Feldstärke gerade. Merken wir uns mal gleich, mit dem Magnet haben wir 6 Millitesla an Feldstärke, magnetische Feldstärke. Drücke jetzt mal auf Stopp. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an am Lötplatz. Wir haben hier quasi, stecken wir es aus, schrauben wir das mal auseinander, das Teil. Wir haben hier in diesem Joystick drin einen kleinen Magneten eingebaut. Also kein Neodym-Magnet, das ist ein ganz herkömmlicher, so ein Eisenpulvermagnet oder aus was die bestehen. Magie, genau, voll krass Hightech-Magie und die ganze Magie steckt da vorne drin. Das müsst ihr euch jetzt mal anschauen, weil das ist schon heftig. In diesem kleinen SOT 6-6 oder so ähnlich, oder 23-6 oder wie er heißt, steckt alles drin. Links und rechts 2 Widerstände, also oben und unten 2 Widerstände, vermutlich Pull-ups für den I²C und hier nochmal ein vermutlich 100 Nanofarad Kondensator für die Dings, für die Spannungsversorgung, also einfach normaler Glättungskondensator, also Filterkondensator. Man kann hier jetzt auch erkennen, dass man das Teil abbrechen kann. Das ist dafür vorgesehen, dass man es abbrechen kann. Das werden wir auch noch tun, weil wir wollen ja das Ding einzeln verwenden. Aber jetzt zuallererstes Mal der Test. Wir haben hier unsere Scheibe und da haben wir einen Sprengring drauf. Und wir haben ja gemessen, dieser Sprengring hat einen Durchmesser von 10 mm. Und ich will jetzt nicht sagen, ich habe das schon mal probiert, weil ich es nicht erwarten konnte die ganze Zeit, aber dieser Sprengring ist einen Tick zu groß. Das heißt, wir kriegen den Magneten hier eigentlich nicht wirklich freiwillig drüber. Also der bleibt hier tatsächlich ein bisschen am Sprengring hängen. Aber ich habe das schon probiert gehabt, kann mit etwas Gefühl und Liebe oder auch einer Kombizange mit viel Gewalt den hier drüber drücken. So, und dann
ist der drin. Er geht nicht mehr raus. Also der ist jetzt für immer drin. Ich habe ihn dann versucht rauszukriegen. Das klappt nicht mehr. Da bricht er dann ab. Also es ist nur noch ein Magnet weniger. Nepomax, grüß dich. Ja, also man könnte es auch ein bisschen abschleifen, aber ich finde, so passt es genau. Und ich meine, der bewegt sich um kein Dings mehr. Der dreht sich nicht mehr gar nichts. Also der ist komplett fest. Also den kriegt man auch kaum gedreht. Also wirklich nur richtig schwer gedreht. Also der hält da jetzt wirklich drin. Von dem her finde ich das eine gute Lösung, weil da müssen wir ihn schon erkleben. Soweit. Und wer es abschleifen will, der kann es ja auch gerne abschleifen. So, dann haben wir gesagt, das Ding kommt hier rein. Und das haben wir extra ein bisschen dünner gemacht, dass der Magnet hier reinrutschen kann. Tut er auch? Kann man das erkennen? Ja, sieht man, glaube ich, der Magnet geht da über das Kunststoff hinweg. Weil man könnte es ja noch ein bisschen dünner machen. Und die Scheibe lässt sich noch total leicht durchdrehen. Ja, ich würde hier eher Superkleber empfehlen, weil Heißkleber, das kragt dann zu weit über. Und dieser Sprengring hier ist ja auch unser Anschlag hier gleichzeitig. Also der dient ja hier als Anschlag, dass wir hier anstehen an dieser Welle da innen. Und da oben der Sprengring dient dann, dass quasi das Ding nicht mehr rausrutschen kann. Den könnten wir jetzt auch gleich schon mal reintun, weil eigentlich müssen wir nicht mehr rausrutschen. Oder sollten wir nicht mehr rausrutschen sollen, tun müssen. Haben wir hier gleich reale Bedingungen am Start. So, der ist montiert. Somit hält das Ganze und lässt sich erstaunlich gut drehen, möchte ich mal gesagt haben. Aber ja, eigentlich gehört noch so ein Tropfen Heißkleber. Zumindest da so seitlich irgendwo so ein ekliger Klotz. Und dann noch so ein bisschen so ein paar Fäden, die sich hier rüberziehen oder so. Müsste man eigentlich machen. Wird eigentlich gar nicht mal so schlecht sein. Jetzt halten wir das Teil dann hier einfach mal drüber. An sich kommt jetzt hier dieser Deckel drauf. Und wir haben hier diesen Schlitz offen lassen, damit wir hier die Platine reingeben können. Was wir hiermit auch tun können. Wir haben jetzt noch ein Problem. Wir müssen jetzt halt ungefähr uns überlegen, wo das hin muss. Also vermutlich ungefähr so würde ich mal schätzen. Oder dass wir hier genau mittig zwischen Chip und Quarzoszillator sind. So. Dann sollte sich das einigermaßen ausgehen, hätte ich gesagt. So. Sehr gut. Dann kommt jetzt der große Moment. Jetzt müssen wir wieder rüber. Ihr habt es gesehen, ich habe es zusammengebaut. Jetzt müssen wir wieder rüber zum PC. Platz. Den Monitor euch zeigen. Ich stecke das ganze Kind wieder an. Boah, wie er sich gleich anzeigt hier. Das ist ja mal der Hammer. So, ich halte das jetzt da mal hier in die Kamera hoch, damit ihr seht, was wir haben. Solvas, grüß dich. Und Xerik, grüß dich. Ne, Solvas hat schon was geschrieben, ne? Ja, habe ich. Habe ich definitiv. Supermagnet und alles, das habe ich notiert. Definitiv. So, jetzt, meine lieben Leute, man sieht hier auf der Rückseite, das Teil ist ungefähr genau da, wo es hin muss. Mikro ist noch drüben. Danke für den Hinweis. Danke, Windows. Ich halte es jetzt mal einigermaßen hier drüber und versuche das zu klemmen. Weil ich muss ihn noch einen Tick weiter runter. So ganz ideal ist, ne? Weil das kriegen wir dann ja hin, wenn wir das mal umbauen. So, jetzt ist die Frage, wenn ich auf Rotation gehe, macht er es oder macht er es nicht? Wir haben jetzt 30 Millitesla. Wie viel hat man davor? Wer kann sich erinnern? Ich glaube 3 oder 4, ne? Irgendwie sowas. So, und jetzt drehen wir da mal. Ne, jetzt machen wir das Ganze nochmal anders. Jetzt muss ich hier sowieso nochmal ein bisschen rum experimentieren und machen und tun. Jetzt tun wir hier das Zahnrad noch mit drauf. So, weil dann kann ich besser drehen. So, und jetzt stehe ich hier auch noch an diesem Metall an.
So, wir sind hier, wir haben 32 Millitesla. Ich drehe am Zahnrad und es dreht sich mit. Man sieht, die Feldstärke geht runter, bedeutet, ich bin nicht mittig drüber, würde man behaupten. Aber guckt es euch mal an. Das Coole ist, das ist cool. Und wir sind hier auf Grad genau, nur da wackelt nichts, da zappelt nichts und gar nicht. Also klar, es zappelt jetzt ein bisschen um 1 Grad drumherum. Aber wir müssen ja auf, wie viel haben wir gesagt? Was war das? 360 durch 62 Blätter, glaube ich. Es müssen auf 5,8 Grad genau müssen wir es darstellen. Also wenn wir da quasi das hinkriegen, das klappt auf jeden Fall. Das klappt auf jeden Fall. Also der zappelt hier nicht so viel rum. Das passt. Das bekommen wir auf jeden Fall hin. Ganz knapp. Ja, wenn er hier um 1 Grad rumzappelt, das tut uns nicht weh. Und was ich mir überlegt habe, das Genialste an dem Teil ist, wir können das ja nullen. Wir können den beliebig montieren. Jetzt habe ich hier ein bisschen was verschoben. Ups. Wir können den ja beliebig montieren, diesen Magneten, und blättern dann einfach auf die Scheibe 0 hin. Und dann sagen wir im Raspberry Pi die Anzahl an Grad, die gerade dastehen, 0 bis 360, keine Ahnung, 47, das ist mein Nullpunkt. Wir müssen da gar nicht mehr hier mit diesem Schrauben null justieren und sowas. Aber das schaut echt gut aus. Und wisst ihr was, Leute, das geht jetzt sogar einwandfrei durch diese Aluscheibe durch. Geht komplett durch die Aluscheibe, ne? Wir haben hier kein irgendwas. Und das passt da, oder? Wenn jetzt drehe ich mal, jetzt bin ich gerade oben und jetzt drehe ich mal eine komplette Umdrehung, bis ich wieder oben bin. Ja, das passt auch da. Geht sie genau aus? Perfekt. Oh, mich freut's. Mich freut es. Also mich freut sowas immer. Somit bewiesen, funktioniert. Finde ich schon mal cool. Mit dem kleinen Poppelmagneten da drin, ne? Das heißt, wir kriegen unsere Absolutposition relativ genau rausgelesen. Ob wir es rausgelesen kriegen, ist immer noch eine Frage, ob ich es hinkriege in Software, weil ich ja keine Software machen will und so weiter. Aber wir schauen mal. Wenn wir jetzt. Jetzt muss ich mal schnell was probieren. Jetzt muss ich mal ganz schnell was probieren. Jetzt muss ich mal ganz schnell was probieren. Da muss ich euch leider kurz außen vor lassen. Da muss ich euch mal ganz kurz außen vor lassen. Und zwar haben wir ja gesagt, dass wir das Ganze ja nicht selber programmieren, weil ich ja eh nicht programmieren kann und eh zu blöd dafür bin. So war der Wortlaut. Deswegen haben wir eigentlich gesagt, wir machen das Ganze mit dem da. Na, nicht wegen Passwörter eher, weil ich da links die History löschen habe müssen. Und zwar haben wir da drin einen TLE 439. Das ist der Chip, den wir da drin haben. Beziehungsweise TLV ist der Consumer Chip. Schauen wir mal, ob das der war, den wir beim Moser auch gehabt haben. Ja, TLV, genau. TLV. Beim TME gibt es in der letzten Stätte in die Woche schon mitbestellt. Nee, Andi, es ist nicht einfacher, sondern es ist das Problem, dass der alte einfach kaputt ist. Und der alte die Schwachstelle war. Das andere auswerten, wir hätten genug IO-Pins, wäre auch gar kein Thema. Aber dieser Inkrementalgeber ist bei, also
alle Flapflaps, die ich hier habe, die kaputt sind, sind wegen des Inkrementalgebers kaputt, weil entweder hier oben abgerissen ist oder innen drin die Federn abgerissen sind. Und deswegen haben wir gesagt, wir bauen das ganze Ding komplett um, weil es wurscht ist dann. So, und jetzt schauen wir mal, weil ich bin jetzt einfach mal so naiv. Wir nehmen jetzt mal dieses Teil, TLV. Und jetzt haben wir zum ChatGPT. Ich würde gerne eine kleine Software in Python, nehmen wir mal her oder so ähnlich. Schauen wir mal, ob das geht. Für einen Raspberry, was ist das? Pico W, glaube ich, haben wir, oder? Von dir bekommen die Rotation eines Magneten mit Hilfe des Chips von Infineon ausliest per i Quadrat c und diese in einer kleinen Webseite anzeigt. Hoho. Gleich macht's. Oder Microbyten oder Dings. Matthias hat gemeint, CircuitPython. Ich habe noch gar keine Ahnung, wie das Ding. Ich habe null Ahnung, wie man das programmiert und wie das funktioniert. Ne? Drücken einfach mal Enter und schauen, was passiert. Oder CircuitPython, irgendwie sowas. So, Microbyten auf dem Pico installieren. Wir müssen Microbyten auf dem Pico installieren, wie auch immer das funktioniert. So, Read Magnetic Field, Anfrage an den Sensor. Der hat den sogar drin, so wie es ausschaut. Umwandeln der signierten Werte. WLAN-Verbindung herstellen. Connect to Wi-Fi. Webserver starten. XYZ. Connect to Wi-Fi. Start Webserver. Main. Der TLV wird über werden 7 Bytes gelesen, die die XYZ-Magnetfeld repräsentieren. Daten werden signiert werden. Wi-Fi-Verbindung, das Skript verbindet es mit einem WLAN-Netzwerk, gibt es in den WLANs ein. Webserver wird auf dem Pico gestartet, der auf Anfragen wartet. Lade die Mikrobyte-Firmware auf dein Raspberry Pi Pico. Jetzt schauen wir nochmal interessenshalber. Ich hätte jetzt doch lieber CircuitPython anstelle von MicroPython. Gott, mal schauen, was er macht. Weil da können wir nämlich das Adafruit hat sogar eine Bibliothek für den Chip. Das ist ja mal krass. Wi-Fi Radio Connect, Port GP17, GP16, gefällt mir gerade ein bisschen besser, weil er weiß nicht, wo anstecken. Und probieren wir das jetzt mal. CircuitPython install how to. Lady Ada hat da sicher mega gutes Zeug installing CircuitPython. CircuitPython Development Continues and there are new releases. Adafruit will stop supporting all releases. Bla 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 bla. Download the latest version. Bla bla Backup bla. Click here to download. Pico V. This is the latest release of CircuitPython. We are going to Pico V. Use this release if you are new to CircuitPython. Download. Save. So. Da, bla, 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 bla. So, runtergeladen haben wir es. Dann. Next, you want to plug in your board using a known good USB-Kabel.
Ja. Start the UF2 Butler. Nearly all circuit board chip with a Butler called UF2. Ich habe aber keine anderen Board. Foremost Boards. Find the Reset Button. Wir haben einen Reset Button. Wir haben einen Boot Select Button drauf. Gut, Streamende, ja. Also, wir haben es ja gerade schon getestet, dass das hier funktioniert. Tap this button twice to enter the bootloader. For RP20. If you want to find two buttons, reset and bla, the two buttons are the same size. Small black buttons, reset is typically reset. Ich habe da nur einen Knopf. The button is labeled boot cell or boot on the board. Ich habe kein Reset. Ein Reset habe ich nicht, aber Boot Cell habe ich. To enter the bootloader, you must hold down the boot select button and while continuing to hold it, press and release the reset button. Continue to hold the boot, bla bla. Ich habe kein Reset, will mir wohl verarschen. Muss jetzt irgendwie von Hand einen Pin runterziehen wahrscheinlich. Der Reset ist sicher irgendwo rausgeführt. Zweiter Knopf wird angelötet. Da ist kein zweiter Knopf. Ich drücke jetzt einfach mal diesen Boot Select und stecke ihn ein und dann schauen wir, was passiert. So. Jetzt kam sowas daher. Eine Datei. Once successful, RGB-Status lit and the board will flash red and stay green. Also, ich habe jetzt einen UF2 Bootloader. Ja, Hammer. Perfekt. Bootloader-Modus erledigt. Ich habe hier so ein Dings, so ein File-Dingens hier. Cool. So. Install Circuit Breaker. Now find the downloaded file, drag it to the boot drive on your computer. The light should flash again. So, da ist die UF2. Und da ist mein Pi. Dann kopieren wir das rüber. Schauen, ob irgendwas blinken anfängt. Und. Heute noch. Boah, diese Geschwindigkeit wie früher. Hat sich verabschiedet. Jetzt blinkt er. So, und er ist wieder da. Und wir haben hier richtig viel Zeugs. Hoho, wie geil ist denn das? Wie einfach das funktioniert. So. Bootloader, bla bla. Das war's. Cool. Das heißt, wir müssen jetzt, die du hier runterladen kannst, das ist sogar, kann die da drauf klicken, irgendwie. Hallo? Ne? Dann tun wir das mal goggeln. Oder sind hier irgendwo Bibliotheken, wenn ich eben Circuit-Byte-Dings drin bin gerade. Circuit-Byte. Ja. Python and Circuit-Byte. Raspberry Pi. Sudo CircuitPython. Würde gerne einfach diese Bibliothek runterladen. Den großen Download-Button. Es gibt keinen großen Download. Das ist ein PDF. Da kann man das Ding runterladen. Aber wir können hier auf Downloads gehen. Datasheet, User Manual. Dann gibt es das auch nicht. Na, wir sind hier schon auf der richtigen Fährte. Download Project Bundle. Wir haben jetzt einfach mal das Project Bundle runter. Vielleicht ist da drin. Da.
Das ist quasi Circuit. Wir haben, glaube ich, Circuit Python 9 oder was haben wir gerade runtergeladen? Ich weiß es schon mal. Was haben wir runtergeladen? Oh, jetzt habe ich es zugemacht. 8er oder 9er? Steht das da? Circuit Python 9. So. Circuit Python 9. Wo habe ich jetzt die Datei wieder hin? Da. Und da gibt es eine Lib. Und da gibt es jetzt Adafruit TLV 493D. Das wird schon die Bibliothek sein. Und dann gibt es da noch Bus-Device. Wir kopieren einfach alles rüber, weil schadet ja nicht, oder? Hilft es nichts, dann schadet es auch nichts. So, das braucht man. Und das müssen wir jetzt einfach ins Lib rüber kopieren. String C. Und hier gibt es einen Lib-Ordner und hier macht man String V. Und zack. So ist drüben. Dann brauchen wir noch zweite Dingens, und zwar Adafruit Requests. Adafruit Requests. Statusbar Sample Code. Vielleicht ist da ja auch wieder drin. Sind wir mal zuversichtlich. Ne, das ist kein ZIP-Datei. Der hat jetzt nur das Teil runtergeladen. Pickaway Requests Test. Hier, Bundle. Pickaway Request. Lib. Adafruit Requests. Perfekt. Und Connection Manager tun wir auch gleich mit drauf. Weil kostet ja nichts. Ja, zum Glück, Sims grüß dich, zum Glück haben wir sie da auch. Da nicht. Da. Steuerung V. Jetzt haben wir das Zeug installiert. Soweit, soweit. Dann kopiere den obigen Code auf den Pico als code.py. Wie tun wir das jetzt mit dem WLAN? Da habe ich jetzt gerade echt ein Problem mit dem WLAN. Dass ich euch nicht mein WLAN-Passwort zeige. Geht das nicht? Kann ich das nicht? Hat der eigentlich eine serielle Schnittstelle? Hat er nicht, oder? Dass ich das irgendwie über eine serielle Schnittstelle die Daten rausgebe? Ja, aber Gastzugang ist isoliert, da komme ich von hier nicht drauf zu, das ist mein Problem. That's the problem. Also der USB kann da irgendwie serielle Schnittstelle emulieren, Action machen, wahrscheinlich nicht, oder? Ja, stimmt. Die WLAN-Zugangsdaten würde ich gerne in eine Config-Datei schreiben. Ja. Gut, macht er. So, jetzt mal vor sich hinschreiben. Ist wichtiger, wir gucken jetzt mal da oben. Ausstecken. Wir schreiben uns auf einen sogenannten Zettel auf. Auf einen Zettel auf. SCL gleich 17. SDA gleich 16. Es ist schon echt cool, ne? Also dieses ChatGPT-Kind, das ist schon geil. Dann steht es da irgendwo drauf, was was ist. Oh ja, ist sogar beschriftet da drauf, perfekt. Dann können wir jetzt rübergehen und die sind auch beschriftet, oder? GP 17 und 16 sind die untersten zwei am WLAN dran. Perfekt. Dann hüpfen wir mal schnell rüber, löten das Zeug an und machen und tun.
Stiftleiste braucht man noch. Müssen wir da hinten holen. Leisten. Das Teil, wie gesagt, ist so designt, dass man es abbrechen kann, was wir jetzt auch tun. Dazu schneiden wir aber erst hier die Leiterbahnen auf. Macht sonst böse Dinge. Und dann versuchen wir das da irgendwie liebevoll abzubrechen. Mal links, mal rechts und schon haben wir es draußen. Perfekt. So, wie war das mit dafür wurden Dremel erfunden? Dafür nehmen wir die da. Perfekt. So. Nur für die besten Kunden. Genau, der gute alte Wirtblock. Dann brauchen wir eine Vierfachstiftleiste. Kriegen nur die Kunden, die auch die Kalender kriegen. Ist die Stiftleiste hingeflogen? Da. Dann löten wir das. Ach so, nee, Moment. Moment, wenn ihr das jetzt da anlötet. Dann bin gerade am Überlegen, aber wir kriegen das Teil ja eh nicht so hin, als dass man da großartig Versuche machen könnte. Ich könnte es natürlich so drauflöten auf Stoß, weil dann würde man es natürlich auf Stoß hier reingelegt kriegen zum Testen dann. Und da Kabel anstecken, Jumper Wires anstecken. Ja, dann löten wir es auf Stoß drauf. Schauen wir mal, ob wir das überhaupt hinkriegen. Warum bist du da rausgeküpft aus der Alterung? Man weiß, weil das kann. Jetzt sind wir wieder. Der Chor. So, jetzt gehen wir mal da. Ja, das kriegen wir so nicht so schön angelötet zeitlich, glaube ich. Ja, schauen wir mal, wie wir es hinkriegen. Ach so, nee, weil wir sind hier nämlich eh schon von der Höhe her sehr knapp dran. Aber wir probieren es. Nix sein kann es immer. Explodieren kann es auch jederzeit. So. Nee, gefällt mir noch nicht. Nee. Kriegt es da nicht richtig hingelötet, nicht wirklich. Ich muss immer so ein Tick drüber sein. Und das gefällt mir dann nicht, weil ich dann nimmer. Ich glaube, dass ich dann nimmer Platz habe. Ah, jetzt probieren wir es mal. Rauslöten kann man es immer noch. Sitze, was ich mache. Ja, tatsächlich. Glück gehabt.
Und haben wir den jetzt so, weil vielleicht geht sie das dann schon aus, dass wir hier dann noch die Jumper-Wires dran kriegen und so. Könnte schon klappen. Was froh, grüß dich. So beim ersten Mal, na na. Doppelseitiges Klebeband brauchen wir gar nicht. Wir müssen es einfach nur jetzt, so wie es ist, heiß da drauf drücken und dann schmilzt sie es eh ins PLA rein. Praktischerweise. Jetzt klatschen wir hier den Raspberry Pi drauf. Dann haben wir gesagt, 16, 17, die sind hier unten. Da merken wir uns das. Hier unten sind 16 und 17. Quasi so, wie es da angeschrieben ist, nur genau andersrum. So, 16 und 17, da den tun wir mal. Den tun wir mal da einfach hin. Haben wir hier eigentlich, wie war denn das? Wir haben hier 5 Volt, ne, die der Raspberry Pi braucht, oder wie war das? Kriegen aus dem Modul 5 Volt raus und wir können das da bei dem Raspberry Pi da oben irgendwo reingeben, glaube ich. Ich weiß jetzt schon nicht mehr wo, weil ich natürlich das schon wieder nicht mehr sehe. Tun wir nochmal raus. So, V-Bus. War das V-Bus, oder? Nee, V-Sys. Kann der 5 Volt? Der kann schon 5 Volt ab, ne? Ich glaube, bei V-Bus braucht es aber nicht, dass es nicht dann beißt mit dem. Ah, wir machen gar nichts, weil wir haben ja eh USB erstmal. Wir lassen die 48 Volt erstmal komplett außen vor und versorgen den über die. Die lassen wir mal sicherheitshalber komplett weg und versorgen den über die Schiene hier. Das heißt, ich muss wahrscheinlich die Schiene auch noch raus tun. Dann muss ich auf die andere Seite, wenn ich den Sensor jetzt da montiert habe. 3,3 Volt, 1, 2, V-Bus. 1, 2, 3, 4, der fünfte Pin sind 3,3 Volt der Seite. 1, 2, 3, 4, der fünfte Pin. Ja, da. Jetzt habe ich mich schon wieder verzählt. 1, 2, 3, 4, 5. So. Haben wir da jetzt 3,3 Volt drin. Dann geben wir ihm nur Ground. Ground ist der dritte Pin. 1, 2, 3. So, hat er hier noch Ground. Soll was? Alle hier, die richtig begeistert für kostenlos sind, nehmen alle Keycard. Und sind alle mega begeistert vom Keycard. Dann brauchen wir Jumper-Wires. Haben wir übrigens ein Teil gedruckt, so ein Gridfinity-Teil, wo meine Jumper-Wires drin sind. Ziemlich grenzgenial, muss ich sagen. Dann haben wir, stecken wir wieder rein, da unten Pin 16 und Pin 16 war SDA. SDA ist hier. Dann haben wir den Pin daneben, ist SCL. SCL ist da daneben. Da müssen wir einmal mit einmal. Ach so, aber die Anzahl an Männchen ist überschaubar. Sehr überschaubar. Ja, maximal überschaubar. Haben da noch andere Drähte gehabt, die wir dafür missbraucht haben, ne? Ja, Schaltplan und PCB, also alles vollumfänglich. Dann haben wir hier Ground. Ground.
hier VCC und hier auf die 3,3 Volt vom Raspberry Pi. Jetzt haben wir hier unseren Sensor. Da können wir dann, jetzt tun wir hier wieder die Zahnrad raus. Also ne, wir nehmen einfach die anderen Magneten, die wir haben. Wo haben wir sie? Weg, da. Die können wir hier schön hinhalten und drehen. Kriegen wir hin. Sollte dran sein. Das heißt, wir können theoretisch unser Programm hochladen dann. Ich gehe mal wieder rüber. Und dann schauen wir, was passiert. Komische Dinge werden passieren. Weltuntergangsszenarien werden passieren. Meine lieben Leute, jetzt muss ich mal schauen. Jetzt muss ich mal schauen, wie das jetzt hier ausschaut mit dieser JSON-Datei. Die muss ich jetzt mal schnell anlegen. So, USSID. Oh, muss ich selber mal nachschauen, dass ihr ansatzweise wisst, wie mein WLAN und mein Passwort heißt. Wifi. Aha. So, jetzt tun wir da mal weg. Ja, erstmal den Monitor wechseln. Jetzt habe ich gerade mal hier noch schnell schauen müssen. Dann tun wir mal hier auf nur quatschen, weil dann kann ich nämlich mein Zeugs eingeben. Mein SSID ist jetzt nicht so kompliziert. Die heißt Ihio. Also das, wer jetzt in meiner Nähe ist, der glaube ich, der findet das raus, dass das eventuell meins sein könnte. So, das müssen wir jetzt speichern als config.json. Das tun wir jetzt erstmal dahin. config.json. So, dann haben wir das. Dann kommt diese Datei. Raspberry einstecken. Dann kommt die in unser Ordner rein, config.json. Haben wir schon mal. JC. Holo ist der Beste. Ja, du brauchst nur Zahlen, also 1, 2, 3. Holo ist der Beste, 1, 2, 3. So, dann hier wieder da zurück. Dann sehe ich euch wieder. Dann schauen wir mal. Die Datei habe ich hinterlegt, dann könnt ihr theoretisch wieder mitschauen. Sonst habt ihr halt mein WLAN-Passwort, dann muss ich es halt ändern. Mein Gott, dann geht die Welt auch nicht unter. So, jetzt muss ich das Zeug rüber kopieren. Kopieren. Hier in die neue Datei rein. Einfügen. Und die Datei. Heißt code.py. Speichern. Sehen Sie her, tun wir mal auf den Temp-Ordner. Code.py. Speichern. So, und nun. Mal schauen, ob da nicht irgendwelche geheimen Dinge schon wieder sind. Ich muss da immer ein bisschen aufpassen. Downloads, Temp und hier ist mein CircuitPython. Also das Code.py ist eh sogar drauf. So, dann kopieren wir das rüber. Ja, früher war das echt noch krass, ne, mit Dings. Datei im Ziel ersetzen. So, muss ich jetzt außen einstecken wahrscheinlich, oder? Bevor es jetzt kaputt ist, sagt mal das lieber vorher, was ihr machen muss. Wow, wir haben mal von einer Geschäftsreise in ZT1211 mit der Riesenantenne aufs Dach gespackst und haben mal die ganzen WLANs mitgeschrieben mit dem. Oh, wie hat denn der geheißen, das Programm für Linux? Kismet, nee, wie hat das geheißen? Wo man da mit GPS-Koordinaten all drum und dran. Das war geil. Also,
Starte den Pico neu. Also ich stecke ihn jetzt mal aus und wieder ein. Und dann, und dann, und dann, und dann gucke ich mal auf mein WLAN-Nupsi. Warum kriege ich jetzt kein Filesystem mehr? Doch, jetzt kriege ich ein Filesystem. So, jetzt gucke ich mal auf meinen WLAN-Teil. Weil man kriegt ja dadurch ja kein Dingens, kein Feedback, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Ne? Und jetzt müsste bei Client Devices, Wi-Fi, irgendwo ein Raspberry Pico W drin sein. Ja, leck mich fett. Da ist er. Warum kriegt er keine IP-Adresse? Warum kriegt er keine IP-Adresse? Er kriegt keine IP-Adresse. Aber er ist da. Ich sehe ihn. Pico W im Access Point Büro. Jetzt hat er eine IP-Adresse. Dauert halt einfach ein bisschen. Man darf nicht so stressen. Jetzt mache ich das Ding aber erst mal da oben auf, damit nicht gleich völlige Eskalation passiert. So, Leute, Achtung. Jetzt machen wir es da unten auf. Magnetic Field XYZ. Wenn wir jetzt das Teil da dran halten, also live wird das nicht aktualisieren, ne? Hoho. Bisschen weiter weg mit dem Magneten. Bisschen näher hin mit dem Magneten. Oh, wie geil ist denn das bitte? Wie geil ist denn das bitte? Ich wollte die Rotation des Magneten nicht die einzelnen Feldstärken. Zudem hätte ich gerne, dass die Daten live aktualisiert werden. Soll man? Nee, das kann er sicher nicht, oder? Das kann er gewiss nicht. Und die Drehlage mit einem Zeiger dargestellt wird. Das klappt nie. Nie. Never. Das klappt never. So, connect to Wi-Fi. Da rechnet er die Rotation aus. Da macht er irgendwas mit JSON. Das klappt never. Wenn das klappt, dann braucht kein Mensch auf der Welt jemals wieder Informatik studieren. Echt nicht. So, jetzt kopieren wir das darüber. Rüber kopiert. Ah, in dem Moment ist er auch weg im WLAN. Das heißt, ich muss ihn vielleicht gar nicht neu starten. Das macht er wahrscheinlich automatisch. Und so ist er wieder da. Und hat auch die IP-Adresse wieder gekriegt. Boah, das war jetzt aber flott. Dann laden wir das mal neu. Jetzt ist er wieder weg. Also er blinkt da gerade. Ich starte ihn, glaube ich, doch mal neu dann. Oder? Ausstecken, einstecken. Schauen wir mal. Unglaublich. So, noch ist er nicht da. Nutzen wir mal die Zeit und trinken was.
So, du kannst dich wieder langsam verbinden, mein lieber Pico. Nö, gerade nicht. Oder da gucken wir einfach, drücken wir mal F5. Vielleicht kriegen wir einfach nicht angeschaut. Nee, cannot be reached. Wir geben ihm noch ein bisschen. Wir sind jetzt mal nicht ungeduldig. Kein Pikowé. Kein Pikowé. Steckt man noch mal aus. Wir können einfach mal den Code anschauen, was er macht. Load Config, Socket Pool Wi-Fi Radio, Webserver starten. Krass. So, wieder einstecken. Die Dinger, da hat er alle automatisch, oder wie? Ah, jetzt ist er wieder da. Die Dinger hat er automatisch, oder wie, oder was, oder. Ja, wird er wohl kennen, sonst hätte er schon gejammert, ne? Dann. Nö. Gibt es da irgendwie eine Error-Message? Error irgendwas hier drauf? Nö. Wenn da jetzt mal SSID und alles drin gestanden wäre, dann hätte ihn kaut. Nö, wir machen das Ganze anders. Warum sollten denn wir selber nachdenken? Kommen wir denn dahin, wenn wir nachdenken würden? Mit dem, also vielleicht schreibt er einfach was hin, dass ihr neue Dings braucht, ne? Nee. Mit dem neuen Code verbindet sich der Pico nicht mehr mit dem WLAN. Bitte korrigiere das. Wifi, Spastipunk, danke für ein Follow. Wifi haben wir vermutlich drin, weil er hat das schon mal verbunden gehabt. Also von dem her muss das ja schon funktioniert haben. Es wurde ein Fehlerhandling mit einem 3-Accept-Block hinzugefügt, um den Verbindungsversuch sicherer zu machen. Die Verbindung auszugehen, falls man wieder fehlschlägt. Müssten wir uns doch mitnehmen. Ja, wahrscheinlich könnt ihr mir einfach über die Serielle dranhängen. Und Wifi im Lib-Ordner verbunden, vorhanden sind. Wifi fehlt im Lib-Ordner. Kriegen wir das bei der Adafruit? Kriegen wir das bei ihr? Import Wifi, also wir haben ja das komplette Bundle haben wir ja runtergeladen. Connection Manager haben wir, aber Wifi haben wir ja, aber es müsste ja normalerweise schon funktioniert haben, ne? Hätte ich jetzt mal gesagt. Das hätte schon funktionieren müssen.
Achso, und er versucht es neu, wenn er nicht funktioniert. Probieren wir mal das. So, ich stecke ihn aus. Ich stecke ihn wieder ein. Vermutlich müsste man uns mit dem Seriellen dranhängen. Einen virtuellen Comport, Gerätemanager. Er ist wieder da. Gerade ist er wieder da. Ja, gerade ist er wieder da. Und weg. Er stürzt ab, wenn er die Homepage aufbauen versucht. Das hat er vorher auch gerade gehabt. Das hat er vorher auch gehabt. Dann schauen wir mal, ob die Ports alle noch da sind, wenn ich ihn ausstecke. Nee. Der 7er war es, oder? Ja, komm 7. Komm 7. Schauen wir mal, ob das funktioniert, ob er irgendwas ausgibt. Er ist wieder da. Drück mal wieder F5. Und er verschwindet. This is not good. Jetzt tu meinen alten Code nochmal rein. Nochmal testhalber den alten Code. Und vielleicht lassen wir das mit dem Dings weg. Mit dem Zeiger darstellen. Das könnte sein, dass ihm das vielleicht einfach ein bisschen zu viel wird. Tun wir das weg, dann glaube ich, könnte es besser sein. So, wir haben das Programm hochgeladen. Wir gucken mal da rein. Da schreibt er überhaupt nichts hin. Disconnect, connect. Da schreibt er mal gar keine Ausgabe hin. Aber er ist wieder da. Und er funktioniert wieder mit der Anzeige. Dann verbessern wir es nur minimal. Nimm bitte wieder die erste Version und zeig mir einfach die Drehlage auf der Webseite an. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Connection Send, er tut der rein theoretisch, da ja überall Printfs raus. Und das war ja schon COM 7, ne? 17583. 17583 und 11 dazwischen, ist das Sima. Eindeutig der Sima. Und er sollte eigentlich was rausschreiben. Die Frage ist, mit was für Bootrate macht er das auf? Danke dafür. Circuit Python Virtual Compote Bootrate.
96. Na, es wird das ja automatisch machen, ne? So, jetzt geben wir mal einen neuen Code drauf. Kopieren. Einfügen. Und umikopieren. Und ausstecken. Disconnect. Einstecken. So, connect. Schreibt uns gar nichts raus. Ist sie gemein? Wie sie gemein? Er hat mit der Drehlage an sich berechnet ein Problem. Er ist mich gerade schon wieder verschwunden in dem Moment, wo ich die Seite hier aufgemacht habe. Beim Berechnen des Winkels stürzt der Raspberry ab und verliert die Verbindung zum WLAN. Mi, 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 mi. Optimierte Version des Codes. Bin gerade beim Überlegen, aber normalerweise muss ich schon genug Spannung herkriegen hier mit dem Kabel und alles. Schauen wir mal, was er macht. Ich finde es komisch, dass er. Schauen wir mal. Ich finde es ein bisschen komisch, dass er nichts bei der Seriellen ausgibt. Ha, erwischt. So, mal rüber kopieren, oder? Ja. Ausstecken, einstecken. Ah, das fragen wir jetzt auch noch gleich. Er gibt mir keine Infos über die virtuelle serielle Schnittstelle zum Debuggen aus. Bitte füge das hinzu. Aber vielleicht gibt das wie normale serielle aus. So, er ist wieder da. Und ja, zumindest fliegt er nicht mehr aus dem WLAN raus. Auch wenn er nichts anzeigt, aber er fliegt nicht mehr aus dem WLAN raus. Er sollte schon was raushauen. Er zeigt nichts mehr an, aber er fliegt auch nicht mehr raus. Welche Einstellungen muss ich am Terminalprogramm vornehmen? Ja, das war jetzt immer schon 115.200. Hätte er eigentlich. Haben wir vorher gehabt, hat er gar nichts angezeigt. 115K281. Ja.
nachhaltig funktionieren können. So, umkopieren. Jetzt ist er weg. Wieder einstecken. Wo sollte das stehen, Holla? Nö. Nö, nö, nö. Nix machen, er tut. Wo kann ich RTS anmachen beim... Also Flow Control. Das ist gemein, dass dieses nicht funktioniert. Aber es stürzt doch nicht mehr ab. Also, dass das gar nicht geht, finde ich komisch. Das ist komisch. Also, dass er gar nichts anzeigt. Lass mal bitte das ganze WLAN weg und erstelle nur ein Programm, das die Daten über die serielle Schnittstelle ausgibt. So, das ganze WLAN-Zeug weg. Es ist sowieso Zauberei und Magie. Bot. Winken im Bogenmaß und anschließend habe mein Free-Limit erreicht. Na toll. So, kopieren. Einfügen. Dann Circuit. Umkopieren. Mal, tun wir es mal reduzieren aufs Minimum. Weil wenn wir eine virtuelle Comport haben, dann sollten wir ihn nutzen. Aber er macht nichts. Er macht nichts. Heißt es virtueller Comport? Nicht, dass das irgendwie, er soll die Daten über USB ausgeben. Gibt standardmäßig über USB aus. Jetzt nochmal der gleiche Code, oder? Ja. Glaube schon. Disconnect, Gerätemanager, COM7 ist da. COM7 ist weg. Und COM7 ist wieder da. Und er macht nichts. Mal ganz kurz hier wieder auf mich umschalten. Jetzt wollen wir das Ganze nämlich mal mit
Also sieht man eh nichts, perfekt. Mit Putti. Serial, COM 7. 115.200, open. Ah, da geht's. Adam funktioniert nicht. Ah. Na toll. Bisschen größer wäre schön für euch, gell, damit ihr es lesen könnt. So, Magnet dranhalten. So, wir haben 229 Grad. Ich drehe das Ganze und er rechnet es aus. Geil. Schon ziemlich cool. Ich drehe. Jetzt drehen wir in die andere Richtung. Ja. Cool. Absolut genial. Absolut genial. Wenn wir jetzt einfach mal hinlegen und da nichts mehr sich bewegen lassen. Ja, zappelt euch ein bisschen rum, ne? Da zappelt er ein bisschen rum, ne? Aber wir machen jetzt Folgendes. Bitte benutze den Fast Mode des TL. Wie heißt der nochmal? TLV 493D und Glätte über 100 Werte. Ja, macht's einfach. Glättet X und Y, weil man kann ja mal doppelt so viel Speicher nehmen, man braucht ja nicht den Winkel glätten, nein, war ja viel zu einfach. So, speichern. Dann umikopieren. Also, Code wurde durch automatisches Neuladen gestoppt. Wird bald neu geladen. Weicher Reboot. Aha. Jetzt lege ich mal den Magneten hin und bewegen nicht mehr. Da baut er ja mal richtig Müll grad. Glaubt, dass der da gerade, wie schnell frägst du den Sensor aktuell ab? Ja. Dann wundert mich das nicht. Der Sensor soll 50 Mal in der Sekunde abgefragt werden. Die Daten bitte mit 25 Werten glätten. Schauen wir mal.
Danke, dass er so oft ausgibt. So wollen wir das. Die Ausgabe soll nur zweimal in der Sekunde erfolgen. Der will mir ja komplett ärgern. So eskalieren, hey. Jetzt lege ich den Sensor hin. Bewege ihn nicht. Er bleibt stabil. Also ausreichend stabil. Er schwankt um das eine Grad, das wir gehabt haben. So ein bisschen hin und her. Die Frage wird dann sein, was macht das Ding, wenn daneben der Motor anläuft? Ich drehe jetzt mal ein bisschen zu, ein bisschen weg in den Sensor. 140, ja, das funktioniert einwandfrei. Ja. Einwandfrei. Perfekt. Aber besser kann es nicht sein. Das tun wir jetzt mal ganz schnell nur raus optimieren, weil der Winkel allein reicht mal. Also wenn ich jetzt gar kein Magnet in der Nähe habe, dann macht er das, ne? Nur, dass wir mal so eine grobe Vorstellung kriegen. Und mit dem Magnet daneben sind wir eigentlich schon sehr stabil. Jetzt nehme ich nur mal schnell die Scheibe hier. Ja, sind wir super stabil. Einwandfrei. Ja. Also mit der Scheibe jetzt direkt mal probiert. Das ist echt enorm stabil. Also da fehlt mal gar nichts. Ja. Cool. Haben wir was Tolles hingekriegt, Leute. Ich bin begeistert. Was sagt ihr? Seid auch so begeistert. Also, ich meine, was sagt der Andi dazu? Software hast. Was sagt der Andi dazu? Jetzt nochmal die WLAN-Software draufhauen, meinst du? Diesen Code jetzt bitte wieder mit WLAN und einer Website, die die Drehlage anzeigt. Jetzt haben wir nämlich einen Debug-Ausgang, ne? Jetzt haben wir eine Debug-Ausgabe. Oh, come on. Die WLAN. Oh, Zugangsdaten hast du doch vorhin noch in die config.json gespeichert. Ja, ist echt mega. Also ich finde es halt auch, man muss, wenn man sich jetzt überlegen, wie lange wir da, also wir würden das schon hinkriegen, wir sind ja alle miteinander absolute Genies, aber wie lange wir da sitzen würden.
gar nicht auszudenken. String A, String V, String S. Jetzt allerdings muss ich das Putte mal rüberziehen, ob man der hier irgendwelche WLAN-Daten speichert. So sieht's aus. Genau, aber 3. Dezember 2025 oder so. Kein Modul mit dem Namen Socket. Wir brauchen ein Socket-Modul, wo er das Ganze herholt. So, wo kriegen wir das jetzt wieder her? Wir fragen die Ada. Oder wir fragen den Google Circuit Python Socket Library. Socket. Core-Module. Ihm fehlt das Modul Socket. Wo bekomme ich das her? Sollte dabei sein. Import Socket sollte drauf sein, standardmäßig. Meine, ich kann mal ausstecken oder einstecken. Vielleicht muss man irgendwie neue Dings und Zeug und überhaupt. Aber er sagt, das Programm läuft. Das sagt er zumindest. Bibliotheksbundler, wir haben ja alles runtergeladen eigentlich. Also das komplette Circuit Python. Module Socket not found. Aber Socket Pool heißt das nicht, was wir da nutzen, oder? Socket. Nee, Socket. Ja, eben, er braucht den für die Seite zum Aktualisieren. Also Socket Pool ist auf jeden Fall nicht. Core Modules. Socket Pool.
Heißt das jetzt einfach Socket Pool oder was? So, umgekopiert. Programm wird ausgeführt. Drücke Taste, drücke Steuerung D, um neu zu laden. Kein Modul mit dem Namen Network. Macht er denn da? Network, weil das Ganze jetzt Wi-Fi heißt, oder wie? Wi-Fi. Na, wir kriegen uns dann schon durchgehandelt, ne? So. Datei, Zeile 28 in read-config. Modul. Objekt hat kein Attribut path. Also das Ding hat kein, das kennt das path dahinter nicht. OS. OS. Das haben wir. OS. OS.path. OS.path gibt es nicht. Socket heißt jetzt im Übrigen Socket Pool und Network heißt Wi-Fi. Ja, brav ist schon. Speichern. Bisschen was beibringen, dann weiß er schon, was er machen muss, ne? So. Ja, hüpfen vom einen Problem zum anderen. Jetzt verwendet der eigentlich. Ah, Moment. Moment mal. Welche Circuit Python-Version verwendest du? Weil wenn der nicht mehr mit der 8er macht. Die neueste Version verwenden. Ja. Ich glaube, dass der nicht die neueste Version hat. Der wird vielleicht nur nach der 8er arbeiten oder so. Dreimal zwetten. Da, dreimal zwetten. Adafruit, ich würde da gern draufklicken können, aber er macht das nicht. Das ist irgendwie, sollte es ein Link sein, aber.
Bundle. Schauen wir mal, was da alles drin ist. Vielleicht müssen wir noch was reinkopieren. Vielleicht müssen wir da was reinkopieren, was wir nicht haben. Vielleicht gibt es jetzt da einfach Network und Dings in der Datei. Lip. Ach du Puh. Oh, ist alles drin. Krasses Pferd. Requirements. Examples. Gottes Willen. OS gibt es da aber auch nicht. OS gibt es da aber auch nicht. Und wir bräuchten ja eigentlich, haben wir gesagt, Wi-Fi und Socket. Aber da, das ist alles Adafruit, irgendwas davor. Examples. Oh. Der wird das der wird das einfach mit dem Dings gemacht haben. Treiber zweiten. Mit dem Achter. Circuit Byte. Bin immer fast sicher, das sind nur Beispieldateien. Da bin ich mir fast sicher. Das letzte Achter mal runterladen würden. 829, 8210. Soll was, gute Nacht. Gib den Code bitte für Circuit Byte 9 raus. S. Jetzt aber kitschig. So, Programm wird ausgeführt. Na, da jammert er auch wieder, aber jetzt muss ich ihm noch mal das eine sagen. Ignoriere bitte, was ich zu Socket Pool und Wi-Fi Schrägstrich Network gesagt habe.
machen, weil vielleicht. Ja, aber jetzt haut das mal wieder so raus. Hier ist der Code für CircuitPython 9. Also auf jeden Fall verbunden, sagt er, ne? Das ist komisch. Ich glaube ja fast, dass der eine andere Version hat oder so. Er lernt ja nicht direkt der Chat, ne? Das ist ja das Hauptproblem. Mal kopieren. Jetzt sind wir da schon wieder so, dass er direkt sagt, kein Modul mit dem Namen Socket. Aber jetzt probieren wir nochmal was anderes. Haben wir ja gerade runtergeladen. Und zwar habe ich gerade hier die Datei runtergeladen. Jetzt stecken wir mal aus und wieder ein. Dann haben wir hier unser Gedöns. Jetzt hauen wir das CircuitPython rüber. Tun wir mal das Achter drauf. Einfach mal zum Probieren. Rein interessenshalber. Diese Geschwindigkeit. Und weg ist er. So. Was hat er jetzt dafür? Config.json drauf. Mein WLAN-Passwort. Warum hat er sich das gemerkt? Muss man nicht verstehen, oder? Hä? Warum? Hat er da jetzt? Habe ich nicht gerade alles rüber und Ding und überhaupt? Pass den Code bitte für CircuitPython 8 an. Ich habe doch alles. Ist auch noch drin. Verstehe nicht. Ich habe doch gerade das komplette CircuitPython 8 drüber geladen. Ja, 8. Lasst alles drauf. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Um jetzt zu sagen, unglaublich gut. Cool. Code kopieren. Bitte aktualisiere alle MPY-Dateien. Bitte aktualisiere alle MPY-Dateien. Jetzt hat er das Problem, dass die nicht mehr zusammenpassen. Genau, muss ich mal schauen, ob man die jetzt in V. Oh, das ganze Bundle runter. So, Chat, wie geht's euch? Seid schon müde? Gehen wir gleich ins Bett, oder? Sind ja schon ewig unterwegs. Lip. Da ist das alles mit dabei. Jetzt kopieren wir ihm rüber. Ja,
Philipp Adafruit Boost Device. Adafruit Register. Adafruit. Adafruit Connection Manager. Adafruit Requests und Adafruit TLV. TLV. So, und jetzt sind wir wieder so weit, dass wir kein Modul mit dem Namen Socket haben. Unabhängig davon. Unabhängig davon. Ich bekomme die Fehlermeldung. Import Error, kein Modul mit dem Namen Socket. Ist nur in einigen. Danke dafür, dass du mal die sagst, was ich selber schon rausgefunden habe vorher. Socket Pool. Socket Pool. So. Dann hangeln wir uns durch. Nun bekomme ich die Fehlermeldung. Auf IF-Config. Kannst du bitte das einfach alles so programmieren, dass es funktioniert und nicht auf MicroPython? Muss man jetzt nicht verstehen, oder? Warum der uns so ärgert gerade. Zu dem jetzt da echt jeden Fehler reinkopieren, ja? Jetzt kommt der Fehler. Deutet darauf hin, dass wir versuchen, ein Adressobjekt das Ding zu verwenden. Um dies zu beheben, müssen wir der Binnenlesprüfung mal nee, sagen, gut, der wäre das formuliert. Bin ja geneigt, ihn zu fragen, ob man nicht einfach Code schreiben kann, der auf Anhieb funktioniert, ne? Wäre einfacher. Wahrscheinlich hat er noch dieses MicroPython irgendwo im Hinterkopf hängen. So. Nächster Fehler. Nächster Fehler. Nicht abonnierbar. Darauf hin, dass wir das nicht korrekt verwenden. Ja, vielleicht, weil du einfach zu blöd dafür bist. Wir müssen sie eine String umwandeln, um sie korrekt zu verwenden. Das hat doch gerade nicht funktioniert. Jetzt wird er wieder diese Stringwarnung bringen, oder? Dreimal zweiten. Da, dreimal zweiten. Da jetzt dann gleich wieder die gleiche Fehlermeldung von vorher kommt.
verbunden mit Webserver läuft. Jetzt bin ich aber gespannt. Neuladen. Ho, Pretty Print. Verbunden. Gibt's ja nicht. Ich müsste nur noch hier irgendwie das aktualisieren automatisch, ne? Jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Jetzt zeigt er mir nichts mehr an. Jetzt ist wieder da. Genau, und jetzt noch. Jetzt funktioniert es. Nun hätte ich gerne die Daten live aktualisiert und mit einem Zeiger die Rotation dargestellt. Wahrscheinlich hätte es auch mit dem Python 9 funktioniert, wenn wir alles rüber getut und getat hätten. Super, dass der Code jetzt funktioniert. Ganz toll. So, Steuerung A, nein, nicht Steuerung C. Steuerung A, Steuerung V, Steuerung S. Jetzt friert gleich die Hölle zu, wenn das funktioniert. Verbunden. Webserver läuft. Steuerung R. So, und jetzt haben wir einen Fehler endlich da. Beim Verbinden mit der Webseite kommt der Fehler. Tritt auf, weil das irgendwann die Socket-Pool nicht interessiert, jetzt kannst du Accept-Methode verwenden. Ja, dann nimm sie doch einfach gleich her. Ah. Schöne dran ist, vorher hat es funktioniert, weil wir ihm die ganzen Fehler gegeben haben. Vielleicht tut es jetzt auch. So, Webserver läuft. Steuerung R. So. Gerade wieder die gleiche Fehlermeldung, oder? Was haben wir ihm vorher gesagt? Ja. Attributerror. Attributerror, Socket-Objekt hat kein Attribut Retriever. Es kommt noch dieselbe Fehlermeldung für Zeile 135. Na, schauen, was jetzt für eine Explosion kommt. Code kopieren. Einfügen, speichern. Ersetzen. So, erwartet. Wir laden neu. Er sagt Connection Reset. Ne, immer noch der gleiche Fehler. Schade, schade, dass du zu dumm dafür bist. Machst du auch was besser? Es funktioniert noch immer nicht.
Es tut mir leid. Das mit Live war es jetzt wahrscheinlich wieder. Dreimal Arsch drauf zwetten. Code kopieren. Warten auf. Immer der gleiche Fehler. Ja, weil er die kompletten Zeilen gerade umgeworfen hat, hat ganz viel geändert am Code. Jetzt kommt der Fehler für Zeile 102. Aber er macht auf jeden Fall mehr, wie wir hingekriegt hätten heute. Das ist schon mal definitiv Tatsache. So, erwartet. Connection was reset. Aha. Aha. Aha, es wird anders. Jetzt kommt der Fehler. Ich glaube, dass der wahrscheinlich einfach dass der wahrscheinlich einfach nur irgendwie im Hinterkopf hat, weil wir ihm das ja gesagt haben am Anfang, dass wir das Ganze in MicroPython machen. Dreimal zweiten. Das dreimal zweiten. Er macht irgendwas. Er lädt. Took too long. Aber er antwortet nicht. Aber das wäre jetzt dazu. Cool gewesen. Jetzt probieren wir nochmal eine Sache, probieren wir noch und dann lassen wir es gut sein für heute. Ich mag jetzt noch die wo haben wir es hinkopiert? Da. Der Food. Das Bundle. Da. Ich kopiere mir jetzt nochmal das Ding rüber. CircuitByte 9. Weil das kann es ja nicht sein, dass das nur mit dem Achter geht. Bitte wieder für CircuitByte 9 umschreiben. Danke. So, soll er dabei nebenbei ein bisschen schreiben? Wir gucken dabei, was er da macht. Lib, ich muss die Libs für 9 wieder rüberladen. Adafruit Bus Device. Adafruit Register. Adafruit Connection Manager. Adafruit Request.
Adafruit TLV. So. Restart Session. Rein theoretisch. Nee, immer noch took too long. Aber ändere wieder, dass die Drehlage einfach nur auf der Webseite angezeigt wird. Es muss nicht live sein. Ich brauche keinen Zeiger. Einfach mal grundlegend. Rudimentär wieder. So, Code kopieren. VS Temp falsche, da sind wir daheim. CircuitPy Code ersetzen. So. Webserver läuft, verbunden. Störung L. Objekt hat kein Attribut. Dann lassen wir es gut sein. Aber es hat rudimentär grob grundlegend funktioniert. Das finde ich gut. Und ich bin soweit happy. Wir müssen das beim Webserver ja nicht ausgeben, erstmal. Da können wir dann sowieso nochmal separat schauen, wie wir das hinkriegen. Vielleicht nehmen wir doch Microbyte her, wenn das die ChatGPT damit leichter tut. Oder wir wälzen da mal ein bisschen noch einen Code oder wie das weiter ausschauen sollte. Aber ich bin begeistert, dass das wenigstens überhaupt irgendwie jetzt gerade nichts anzeigt, aber er hat was gemacht. Bin begeistert. Dann das Ding weg. Wir auch wieder weg. Lassen wir es gut sein für heute. Ich wollte eigentlich nur einen kurzen Stream machen, weil ich krank bin. Hat ganz toll funktioniert, Leute. Es war so spannend. Es war echt genial, was wir da hingekriegt haben. Ich bin begeistert, was das kleine Teil hier leisten kann. Bin echt begeistert. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen schon wieder. Morgen mit Matthias. Dann kann ich meine Stimme zum Glück etwas schonen, weil wegen Zwecks krank. Ansonsten morgen mit Matthias. Am Freitag geht es weiter mit dem ZX81. Außer ihr sagt, ihr wollt es unbedingt mit der FlapFlap weitermachen. Ich muss nicht jede Woche irgendwie drei Projekte machen. Wenn es wollt, können wir auch mit der FlapFlap weitermachen, dass da was vorangeht. Ah, das könnt ihr euch entscheiden. Das frage ich euch dann irgendwann mal. Oder ihr schreibt es in den Chat rein oder sowas. Dann wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht. Danke fürs Zuschauen. Einen wunderschönen Tag morgen und morgen Abend sehen wir uns dann schon wieder. So schnell geht's. So, jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich ein richtiges Ding hinfinde. Morgen Abend. sehen wir uns schon wieder. Macht es gut. Gute Nacht. Bis dann.